So, vom Showdown in Shanghai geht's jetzt nach. Ah. Und das ist kein Name. Okay. Level ohne Name. Okay, der sieht ein bisschen komisch aus. Die Filme von Indiana Jones habe ich nie geschaut. Die kann man aber mal gucken. Moment, das soll jetzt so erklären, dass die Kinder entführt wurden. Weil die kleiner sind. Ja. Ich hoffe, über die Namen Remastered überhaupt verdient. Also ich warte da auf die ersten Reviews und Grafikvergleiche. Ja, also ich werde mir das auch nicht definitiv zum Anfang holen, aber... Der war aber super versteckt. Nee, ich habe einfach Interesse halt generell mal GTA für eine Nintendo-Konsole zu haben. Also abseits dieser Handheld-Titel. Um einfach mal zu gucken, wie ich das so finde. Ich mag übrigens dieses Dreiergespann. Übrigens, was ich auch überhaupt nicht checke, die Frau ist hier mega nervig im ganzen Film und die bietet so wenig zur Story. Also ich bin echt froh, dass man hier ihr im Spiel eine größere Rolle gegeben hat, auch wenn man hier irgendwie jeder weiblichen Figur irgendwie dieselbe Rolle gibt. Und zwar als eine akrobatische Person im Spiel. Ja, weiß ich nicht. Greifen nämlich ab. Ne, die laufen noch hinterher. Schade eigentlich. Ich mag den zweiten Film nicht. Man merkt's. Ich glaube, der ist auch gar nicht mal so relevant für die Hauptfilme, also generell, ne? Ja. Oh, Schlange! Moment, achso, die hat vor Insekten eine Phobie, ja toll. Also gibt es hier doch mehr Phobien. Ist das nicht hier auch so ein Sumpfteil? Hä, wie soll ich denn die Kiste rübertragen? Hier, zertrampel die mal, danke. Die Frauenfilme nicht nur schön auszusehen bei James Bond was. Ja, James Bond ist aber auch so eine Sache. Obwohl in den letzteren Filmen ist das eigentlich auch weniger. Ja, es ist halt aber. Ich weiß nicht, das ist halt so eine Sache. Warum? Besonders in der Zeit, wo Indiana Jones erschien, war das jetzt keine Sache, die jetzt unüblich war. Besonders halt in den 80ern hat man angefangen, eigentlich sehr viele weibliche, starke Hauptfiguren zu präsentieren. Ich sag mal nur Alien alleine. Oh, warte, das stimmt, das kann man ja nur fahren, wenn man eine Schaufel hat. Eine Schaufel! So, ihr könnt euch fressen lassen, das ist mir egal. Ich schaufel hier mir meinen Weg. Das ist so unnötig, ne? Ach so, wieder Insekten. Ich mag alle Filme nicht so, aber Müll finde ich ja auch nicht. Ja, nee, also Müll ist der zweite jetzt auch nicht. Ich mag ihn einfach nicht, weil da einfach so viele... Ich mag das Kind nicht, ich mag die Frau nicht, ich mag diese... Diese ganze Thematik, die ist so, es sind so viele Ungereimtheiten drin einfach. Aber das ist halt so dieses typische Spielberg. Ich mag die meisten Spielberg-Filme nicht zu gucken. Ich mag auch überhaupt nicht Jurassic Park. Aber auch nur wegen den Kindern nicht. Alles abseits der Kinder finde ich cool. Aber die Kinder nerven einfach den ganzen Film über. Bonk.
Oder Poltergeist. Voll interessanter Film. Es ist aber ein Kinderfilm. Er fühlt sich von vorne bis hinten wie... Oder warte mal, oder ist er von Columbus? Bei den finde ich auch anstrengend. Ich verwechsel über Columbus und Spielberg, weil ich finde, die haben einen sehr ähnlichen Stil. Ja, ich glaube, da ist nichts. Und nur auf die Rollen der Frauen geachtet. Moralisch gesehen werden Frauen in vielen Sachen als Subjekt gesehen. Ja. Da frage ich mich halt jedes Mal, warum. Also besonders auch bei Filmen, die moderner sind. Also bei älteren Filmen verstehe ich halt wenigstens dieses Zeitgeistliche. Oder beziehungsweise halt, war halt früher so. Auch wenn es nicht okay war, das soll so nicht heißen. Aber ich gehe da nicht mehr lang. Aber halt besonders bei Filmen aus den 60ern, 70ern, also 70er, 80er meine ich eher. Da verstehe ich das halt überhaupt nicht. Ja, hier kann man nicht lang. Ah, okay, ich kann das mitnehmen, während ich auf dem Elefanten bin. Klar, Kinder und Gefahr ist der Faktor. Ja. Ja, das ist schön, Spiel. Ich darf aber nicht das, was du mir gerade gesagt hast, weil der Elefant nicht will. Hallo. Ich will auf dir reiten. Nö, darf ich nicht. Und vielleicht ein bisschen näher? Jetzt geht's. Ach so. Ah. Ich verstehe. Bin ich noch synchron? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich guck mal selber. Okay, zeig mal. Hallo? Doch. Komisch. Hallo? Okay. Ah, jetzt hat's funktioniert. Nee, du musst die Münzen nicht einsammeln. Das wäre nur sehr schön, weil da war eine blaue Münze und ich habe hier sehr viele Münzen verloren, weil das vorher nicht funktioniert hat. Aber okay, Spiel. Ist in Ordnung. Nein, sollst du jetzt... Nein. Ach, drücken. Nein, doch ziehen. Ja. Wenn wir gerade übrigens von so solchen Sachen in Filmen reden, ich weiß nicht mal, welcher Film das war. Also bei Disney-Filmen steht meist so am Anfang, wenn da irgendwelche, ich sag mal, rassistischen Sachen drin sind, steht da, da meist sowas wie, das war damals nicht okay und ist heute nicht okay. Und ja, und irgendwo war so ein Film und da hieß das, ja, war halt früher so. Ich weiß aber nicht mal, welcher das war, da habe ich mir auch so gedacht. Hä? Was ist das denn für eine Rechtfertigung? Ich habe die Reihenfolge von Halloween bei YouTube angeschaut. Sehr kompliziert, schön, dass die Frau immer schreien tut. Ja, meist. Bei wem hast du das geguckt? Kann sehr Demon empfehlen. Ich habe jetzt gesehen, jetzt hat noch ein YouTube-Kanal das gemacht und die Betreiberin dort, die, da hatte ich mal, ich sag mal, habe ich mich mal sehr drüber aufgeregt. Um es nett zu sagen. Oder nee, ich glaube, das ist schon eigentlich die nette Version. Die gute, richtige Version. Boah, die Elefanten sollen abhauen. So. Bei dem Blonden, den Namen kenne ich nicht. Oh. Ja, genau, der. Den kenne ich. Nee, ich weiß nicht, wen du meinst. Hab gesehen, Filmstarts hat, glaube ich, noch eins gemacht.
Aber die mag ich auch nicht so gerne. Okay. Ich werde dem Elefanten vielleicht die Dinger hier kaputt machen. Das Level gefällt mir überhaupt nicht. Wirklich so überhaupt nicht. Also ich habe jetzt eine Schaufel bekommen. Obwohl ich schon eine hatte. Aber jetzt hat Indy eine. Fünfte, glaube ich, aber die Sprecher ist viel zu schnell und warte nicht an. Guck dir das Video nochmal bei Demon an. Das, das von, also Filmstarts macht sehr, nicht so aussagekräftige Videos, um es mal so zu sagen. Hä? Hä, was muss ich denn jetzt machen? Mir fehlt doch hier der Schalter, aber wo ist... Hä, wo ist der? Die Bananen sind, glaube ich, für da hinten. Da ist ein Affe. Der sitzt da oben. Nur ich frage mich auch, wie komme ich an die Bananen dran? Ach so, ich weiß, wie ich an die Bananen dran... Warte mal, kann ich den Affen vielleicht von hier schon abschmeißen? Ich probiere es mal. Nicht was. Ja, sie hat auch eine Schaufel. Sie hat eine Schaufel. Shorty hat eine Schaufel. Ich kann den Affen nicht abschmeißen. Kann ich von hier? Nee, ich kann nicht die Banane rüberschmeißen. Aber der hat den Schlüssel in der Hand. Ja, hat die? Stimmt, hä? Wo hat die den denn her? Hä? Okay, danke schön. Fünster habe ich gerade bei meinem YouTube angesehen. Demon habe ich nur gespeichert, okay. Mit 2E, den Demon. Also. Der hat auch so eine Brille und einen Bart. Also. Ist das der? Der war eingesetzt nach dem Boden. Okay, hab ich nicht mitbekommen. Aber danke auf jeden Fall. Nee, Filmstarts ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr Movie Pilot kennt. Aber Movie Pilot ist sehr. Fokussiert auf so sehr reißerisch und die Hälfte von den Sachen, die ist auch nicht richtig recherchiert oder stimmt nicht und ja. Und es ist halt sehr anstrengend. Achso, die hat auch. Achso, nee, vor der Spinne hat die Angst. Ach nee, doch. Ach nee, die Spinne, die. Ich mag das Level nicht. Ja, wo ist denn der andere? Ja, vielleicht brauchen wir den gar nicht. Dann ist das eh irrelevant. Ist der mit Brille? Ja! Ich habe nur zwei Schalter gesehen.
Ja, wisst ihr, was das Schöne ist? Ich krieg die Elefanten da, glaube ich, nicht mehr raus. Wer kam denn auf so eine dumme Idee? Ja, und Filmstarts ist halt wie Movie Pilot nicht so schlimm, aber so ähnlich. Ja, finde ich gerade sehr, sehr schön. Vielleicht kann ich mich irgendwie darüber hängen. Das ist versteckte Limit. Ja, der braucht einen Elefanten, um rüber zu gehen. Das Problem ist aber, die Elefanten, da komme ich nicht mehr dran. Die sind weg. Ja, toll. Ja, da habe ich mir das Spiel jetzt hier gesoftlockt, ne? Ich versuche mal von hier oben. Ich verstehe das Level nicht. Ja klar kann man von vorne anfangen, nur ich will das Level nicht nochmal von vorne spielen. Was? Das ist doch bescheuert. Ich guck nochmal, ob ich die Elefanten krieg. Hä? Egal. Ich mag den Typen mit den schulterlangen Haaren nicht, da der kommt mir immer viel zu negative Einstellung für den Film rüber. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Nee, wenn ich... Ja doch, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, den mag ich auch immer nicht. Ja, der ist auch immer negativ und es wirkt immer so, als wüsste der halt nicht viel über den Film, über den er gerade redet. Ja, und Flips News finde ich auch krass, weil Flips News, die sind früher bei Movie Pilot gewesen. Wie das immer klang, sind die da weggegangen, weil die halt die Arbeit dort nicht mochten. Und die sind genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer bei manchen Sachen. Nee, der beste Spruch war immer noch von Movie Pilot und das ist für mich immer noch das beste Beispiel halt, ist einfach, dass die geschrieben haben in einem Artikel, eine längere Version von Herr der Ringe kommt und dann ging das in dem ganzen Artikel nur darum, dass Peter Jackson mal gesagt hat, ja, es gibt noch mehr Material. Aber dass halt keine längere Version kommt, aber die so, ja, es kommt eine längere Version. Oh, Affenhirn auf Eis. Warum haben die das hier in dem Spiel gezeigt? Das ist okay. Das war einer der Stellen in dem Film, wo ich mir gedacht habe, ich habe die mit meinem kleinen Bruder geguckt, wo ich mir gedacht habe, ja, ich glaube, ich hätte noch mal ein, zwei Jahre warten müssen, bis ich den mit dem gucke. Hä, warum muss ich jetzt gegen die... Hä? Aber zu dem Zeitpunkt sind wir doch alle Freunde. Ja. Ich finde das Spiel gerade sehr anstrengend. Und verwirrend. Und ich mochte diese Sitze nicht. Ich weiß nicht, was sie mir sagen sollen. Was soll ich jetzt damit? Oh. Das ist jetzt kaputt. Ja, heute ist auch wieder so ein Nörgeltag irgendwie, ne?
kann nur nörgeln. Aber hey, ich habe Nackenschmerzen, ich darf nörgeln. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir gleich ein paar Filme anmache und einfach chillen, ne? Weil ich habe auch jetzt erst Donnerstag wieder einen Termin, aber sonst, ja doch. Da oben ist ein roter Stern, endlich! Aber da komme ich bestimmt noch nicht dran. Oh, da vorne kommt der Stern, ne? Genau, Donnerstag ist halt nur arbeiten und ja, die einzige Sache, die ich halt machen muss, ist halt gucken wegen, weil sehr viele bei mir angefragt haben wegen Treffen und so. Es kann sein, dass ich halt Samstag, also werde wohl Samstag keine Zeit haben zum Streamen, aber das ist ja sowieso normal. Aber ich bin am Samstag wohl nicht verfügbar. Spannung hilft immer. Ja. Das habe ich gehört, Neues. Das habe ich gehört. Wie will das Spiel, dass man da hochkommt? Nee, lass mal wieder treffen. Ich wusste es. Also diese Woche habe ich... Nee, ich glaube, diese Woche habe ich keine Zeit. Weil heute ist Stream und später möchte ich halt ein bisschen chillen, wie gesagt. Morgen kann sein, dass ich mich mit jemandem treffe. Oder, nee, Mittwoch. Morgen könnte ich vielleicht. Aber ich muss auch mal einen Tag hier noch zu Ende aufräumen. Ich bin noch nicht fertig. Hä? Und ja, mal gucken. Diese Woche hast du keine Zeit, dass meine Frage... Ja, warum sagst du denn nichts? Du hättest ja auch fragen können. Nicht nur immer ich. Der will nur mein Metroid-Spiel haben, ich sehe schon. Ha. Naja. Dann keinen roten Stein. Mir ging es Samstag mal wieder richtig kacke, Kopfschmerzen und so, aber am Sonntag war es wieder gut. Ach. Ach, Kopfschmerzen doch echt kacke. Ich sag ja immer, Kopfschmerzen ist für mich eines der beschissensten Sachen überhaupt. Und ich bin auch froh, dass ich... dass ich wenigstens... also das Kopfschmerzen für mich schon das Schlimmste sind. Aber das ist halt echt... Oh. Bei mir kommt das meist in Folge von Nackenschmerzen. Dann steigt mir das in den Kopf. Und dann kriege ich halt richtig Migräne. Also mit Übelkeit und allem. Habe ich heute auch ein bisschen, also ich habe noch keine Kopfschmerzen, deswegen mal gucken. Aber ich bin schon am Überlegen, ob ich eine Schmerztablette mir später nehme. Ich hasse Schmerztabletten und so. Aber ja, bevor es halt schlimmer wird, ne, dann ist wenigstens der Schmerz weg. Ich habe halt keinen Bock nochmal Pizza zu machen. Ich war doch letzte Woche krank. Ach so, stimmt. Ja, du hättest ja fragen können, als du wieder gesund warst. Du warst nicht eine Woche krank. Nur auf dem Papier warst du krank. Oder warst du wirklich krank noch weiter? Ich dachte erst gestern, dass ich krank werde. Ich hatte plötzlich auch so... Oder vorgestern sogar. Ich hatte plötzlich so Schnupfen und alles. Aber so ganz komisch. Aber es lag anscheinend am Wetter. Weil es war nach einer Stunde wieder weg. Ganz komisch. Ja, tolles Versteck.
Ja. Aber mir ist Kranksein wirklich nur so ein Tag jetzt für richtig komisch. Aber nicht jetzt so dieses Krankkomisch. Das habe ich nur mal so als Anzeichen. Das habe ich jetzt gerade auch so ein kleines bisschen. Aber es liegt halt am Nacken. Und danach ist das irgendwie am nächsten Tag meist wieder weg. Mit Kopfschmerzen kannst du gar nichts machen, weil sich so eine Zeitlupe anfühlt. Zumindest bei mir ein Film ist gefühlt plötzlich doppelt so, als wirklich geht. Ja. Und schlafen kannst du ja auch nicht und. Und das ist halt wirklich, eigentlich ist das die einzige Sache, die ich persönlich mache, ist halt ins Bett legen und nichts. Und denken ist auch anstrengend und es ist alles anstrengend. So. Ich habe irgendwas im anderen Raum kaputt gemacht. Nein. Krass, dass die Hitbox so weit ging. Komm, schnapp dir auch mal ein Schwert, dann hast du auch was zu tun. Jammern geht ja ganz gut. Ah, okay, stimmt. Jetzt hat sie ein Buch, jetzt ist sie belesen. Koschern sind echt fies, würde mich mal freuen, wenn ich körperlich krank wäre und nicht. Ich glaube, beides ist nicht schön. Ich glaube, das Kranksein ist ja das Problem, du fühlst dich ja krank. Also wäre es wenigstens so ein, ja. Ja, was weiß ich. Irgendwas, dann wäre das ja gar nicht schlimm. Aber man fühlt sich ja auch nicht gut. Darauf wollte ich einfach hinaus. Geld! Ah. Das ist aber falsch. Der musste bei der Statue drücken. Ich will nicht die Stelle sagen, weil das ein bisschen anstößig war. Der Film ist echt nicht. Ich habe auch so zu weit geklickt. Ob es Leute gibt, die daran verzweifeln. Aber ich muss sagen, ich finde es verwirrender als bei den anderen Teilen. Hallo. Da ist ja gar nichts drin. Bonk. Eine schöne Erkältung habe ich seit 2 Jahren nicht mehr. Ja, krank ist körperlich auch. Schlimmer als krank geht es gar nicht. Ja. Erkältung habe ich eigentlich nie. Also ich habe nur so ein bisschen, also so Husten ist eigentlich meist wirklich nur so ein, ich habe was im Hals oder so. Oder halt natürlich, also ja, wie man es kennt, halt gefolgt von Schnupfen, aber das ist ja auch meist die Ursache. Aber so halt dieses erkältet, wie man es kennt, habe ich eigentlich nie. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hä? Hä? Wenn ich noch eine Tür? Bin ich nicht hier aus dem Sch. Okay. Aua. Ich glaube, das ist ein Bonusraum. Oder sowas. Oder Moment. Ah.
Oder auch nicht. Ach, das ist die Statue. Okay. Ich habe meins so eine Art Erkältung, die hält aber meist nur einen Samstag, weil ich die in den letzten Jahren immer an einem Samstag bekam. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich hatte früher, also als Kind, wenn ich wirklich mal krank war, war das immer in den Ferien oder am Wochenende. Immer. Oder wenn Besuch da war, hatte ich auch total oft. Hä? Hä? Warum? Okay. Wenn die rausgeht, kann auch nicht krank werden. Na, ich will. Ja, also bei mir ist es so, ich habe eigentlich ein recht gutes Immunsystem. Und wenn ich mich in Stand und nie unter Strom stehe, kommt die Krankheit sei denn ein oder zwei Tage Kopfschmerzen und Tinnitus. Stimmt, das könnte auch zusammenhängen. Ja, Tinnitus finde ich auch immer anstrengend. Ich habe schon mal gesagt, dass ich. Ich weiß nicht, also in den letzten Jahren ist es weniger geworden, aber früher war das halt echt schlimm. Ah, die Kopfschmerzen, na. Das war ein echt langes Level, ne? Jetzt richtige Erkältung war zu einem Silvestertag, also ich hatte da keinen Fuß. Och nein. Oh, Kopfschmerz, du draußen ist Feuerwerk. Das ist auch bestimmt eine richtig beschissene Sache. Generell ja Feuerwerk, finde ich ja immer noch eine. Also okay, Feuerwerk denke ich mir doch so, okay, aber Böller? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die haben bei uns letztens Feuerwerk gezündet. Und ich weiß nicht, wieso. Die Nachbarn einfach. Einfach so. Einfach so aus Spaß. Also der Chelsea hat richtig Panik gekriegt und eigentlich ist ihm das sowas egal, aber irgendwie an dem Abend... Aha, das hat aber sehr komisch zusammengebaut. Das würde so nicht halten. Also zum Aufbauen. Jetzt würde es halten, weil es jetzt ja aufgebaut ist, aber... Naja. Da kann man mit der Schippe. Okay. Wieso? Okay, dann nicht. Dieses Jahr wird es viel Feuerwerk und so geben. Oh ja. Es wird schön. Es wird sehr, sehr schön. Das war dann vor einigen Jahren, hatten meine Mutter und ich keinen Geschmack. Oh nein. Zu Weihnachten auch. Wieso habe ich hier fast alle Minikits? Nur so als Frage. Nicht wahr, ne? Jetzt fängt das schon wieder an. Wo...
mag das Spiel nicht. Soll ich wirklich keine weitere Erkrankung kommen, das ist ja wieder Geld in die Luft geblasen, anstatt es mir zu geben. Ich will es besser mit dem Geld. Ja, ich auch, ne? Ich sag euch, so mehr Geld hier ist, ne, desto mehr Lego-Streams machen wir. Auf einem Kurm sonst. Naja, muss man überhaupt was essen? Schon wieder einfach eine random Kill. Haben die keine Ideen? Mir fehlt nur noch ein Ding. Also, und ja, okay, uns fehlt auch noch hier die rote, dieses extra Ding, aber sonst. Moment. Okay, da unten ist irgendwas. Oh! Das ist cool. Auch wenn da unten ein Weg ist. Der Hut! Zweiter nichts, dafür haben wir danach reingehauen. Ja! Muss. Muss. Ich weiß, wurde. Nee, doch? Nee, weiß ich nicht. Das ist schon beim. Doch? Boah, ist das Level aber lang? Hey, er hat ihm nicht das Herz rausgezogen. Das war auch sehr brutal in dem Film. Gab es auch eine Clone Wars-Folge zu. Ich würde gerne aufs Essen verzichten, wenn ich nicht auch wenn ich nicht verhungern will. Das ist ja das Problem, ne? Man wird sich echt viel sparen. Weil Essen ist teuer. Ich finde das immer so geil, wenn Leute damals so gesagt haben, wenn man, ich sag mal, meinen Eltern noch so lebt und halt dadurch Essen und so bekommt und die dann immer so, du weißt ja gar nicht, wie teuer Essen ist. Und ich denke mir so, doch, ich gehe mit meinen Eltern einkaufen. Ist mir klar. Guck doch dieses Wildfood, dann kannst du dein Essen trinken.